Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal. Was hilft gegen Ungeduld oder Ungeduldigkeit? Ja, genau. Vergesslichkeit. Ja, ich habe einige Videos im Mai angefangen zu drehen. Und dann im Juni, Anfang Juli, weitergemacht. Ja, und irgendwann hat mich wohl einiges mal wieder überfordert. Und da habe ich das irgendwo abgespeichert und habe es dann vergessen, dass ich überhaupt das gemacht habe. Von einigen Bäumen oder Projekten, Bäumchen, die ich aus dem Schrebergarten rausgegraben hatte und schon in TPKs, Teichpflanzkörben, eingepflanzt hatte. Ja, und da hatte ich schon angefangen und der Plan war, das zu dokumentieren, wie die sich im Laufe des Jahres entwickeln. Ja gut, das habe ich angefangen und ja, vergessen weiterzumachen. Aber jetzt haben wir am 15.09. und vor einer Woche ungefähr habe ich schon, nee, es muss schon 2 Wochen her sein, habe ich dran gedacht und habe gesucht und habe sie dann auch gefunden. Irgendwo in meinem PC waren die da abgespeichert und ja. Dann habe ich die mir mehrfach angeguckt, was ich bis dahin aufgenommen habe und ja, jetzt will ich das weiterführen. Ja. Und ja, wusste nicht genau, wie ich es mache, aber irgendwie muss es ja weitergehen und das, wie es weitergeht, seht ihr jetzt. Im Hintergrund ist die Überschrift Literat und das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Anschauen. So, hallo, hier ist er wieder, der Holger aus Sachsen. Jetzt habe ich hier einen schönen Lang. Der bietet sich ja vielleicht als Literat an. Ja, am Anfang sind sie ja sowieso immer meistens solche dünne Schwieben, aber ich probiere es jetzt einfach mal und ich weiß jetzt nicht genau, was es für eine Sorte ist. Ich vermute mal, das ist so wie eine Pflaume oder sowas. Ne? Ist auch aus dem Garten gewandert hierher und wir werden ja sehen, was dabei rauskommt. So, ich habe mich jetzt entschieden, Draht zu verwenden. Habe ich schon eingesteckt und da versuche ich mal hier das schön reinzubraten. Sieht zwar nicht mehr so sehr frisch aus, aber so. Dann habe ich mir gedacht, dass wir das erstmal mal hier, das schon hier rüber. Gewicht und verfischt.
So, jetzt sieht man kaum noch was. Gehen wir mal ein bisschen runter. Und ein bisschen näher rein. So. Jetzt habe ich einen schönen Schwung gegeben. Wie gesagt, der lange Trieb, der sorgt zwar vor dicken Wachstum, aber das will ich aber jetzt nicht machen, weil hier sind noch ein paar kleine Austriebe und die will ich jetzt füttern, also tue ich ihn hier kappen. Zack. So. Ich mal gucken, ob er das besser sieht. So. Ja. Das ist mal mein Plan. Und hoffe mal, dass die an Seiten noch ein bisschen austreiben. Vielleicht kommt ja hier unten auch noch ein paar. Und ja, da wird das schon mal. Machen wir noch ein bisschen Wundversorgung dran. Das war's erstmal von mir. So, hier haben wir noch eins. Das unbekannte etwas. Bleibt hier ein bisschen aus. Und die werde ich jetzt auch zurücknehmen. Die zwei oder der Dreier, die unten, den lasse ich treiben. Noch ein bisschen näher ran. Ja. Können wir noch mal hoffen, vielleicht kommt ja doch noch ein bisschen mehr. Hier ist eine Knospe, aber so richtig will sie nicht raus. Hier ist auch eine. Ja, schauen wir mal. Grün sind sie, die sehen nicht vertrocknet aus. Wenn wir die jetzt hier oben eingekürzt haben, könnte ja sein, dass die hier ein bisschen mehr Power kriegen. So. So. Also. Das muss ungefähr im Juni, Ende Juni gewesen sein. Da hatte ich den gekürzt. Hier sieht man es schon noch. Das sowieso und hier sieht man es auch. Und wollte eigentlich, dass der hier unten nochmal raustreibt. Ja, die Blätter sind geblieben, aber so richtige Triebe sind nicht gekommen. Ja, getrautet habe ich auch. Aber naja. Hier hinten habe ich ihn auch gekürzt, das ist eingetrocknet. Also, er hat hier schön lang gemacht und da, die drei hat er sich wohl ausgesucht, dass er die drei sozusagen wachsen lässt und das andere ist so geblieben, wie es ist. Jetzt haben wir, wie gesagt, am 15.09. Ja, mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen. Ich lasse den jetzt in die Winterruhe gehen. Und wahrscheinlich geht es nächstes Jahr früher weiter. Bis dahin, viele liebe Grüße. Vom Holger aus Sachsen.